der Bevölkerung erreichen. Der nächste Redner kommt vom Team Stronach, es ist Georg Vetter. Grüß Gott, Frau Präsidentin, verehrte Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus. Bei aller berechtigten Kritik an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, bei aller noch mehr berechtigten Kritik an der Bundesregierung und bei aller kritisch aufmerksamen Kritik des Clubobmanns der NEOS, die gerade geäußert worden sind, möchte ich das Augenmerk auf zwei Funktionen des Wirtschaftens lenken. Die meisten von uns haben ein Handy, die meisten von uns haben ein Auto, die meisten von uns haben einen Computer, Fernsehapparat. Die wenigsten dieser Dinge sind in Österreich gefertigt. Wir wissen nicht einmal, wo diese Dinge alle gefertigt worden sind, aber wir benutzen sie alle. Wir benutzen sie alle und wissen gar nicht, woher sie kommen. Und wir werden deshalb nicht ärmer, weil wir sie kaufen oder benutzen. Im Gegenteil, auf Basis der Theorie der komparativen Kosten werden wir in Wirklichkeit alle reicher, alle wohlhabender, weil es eine internationale Arbeitsteilung gibt. Der Wohlstand aller Völker, aller Nationen ist darauf ausgebaut, dass wir eine internationale Arbeitsteilung haben. Das schreibt schon Adam Smith im Wohlstand der Nationen 1776. Und das sollten wir uns auch in Erinnerung rufen, wenn wir von Handelsbeschränkungen oder Handelssanktionen sprechen. Wenn wir vermeintlich glauben, dass das die Leute wollen, dass das gut ist. Das ist der eine Aspekt. Wirtschaften ist nie ein Nullsummenspiel, sondern wir kaufen etwas, weil wir glauben, es ist für uns eine Win-Win-Situation. Also wirtschaftliche Arbeitsteilung, auf der beruht unser Wohlstand. Das ist die eine Funktion, auf die ich unser Augenmerk richten möchte. Und die andere ist die Friedensfunktion, die der internationale Handel hat. Auf jeden Markt kommen Leute zusammen, auf jeden Bazar kommen Leute zusammen, lernen sich kennen, lernen sich verstehen. Und wenn wir das tun, auch zwischen den Ländern, dann ist immer weniger Platz für Zwietracht, für Völkerfeindschaft und Ähnliches. Es ist Aufgabe einer verantwortungsvollen Politik, den Menschen auch die Angst vor der Internationalität zu geben, vor der Globalisierung zu nehmen, vor dem Anderssein, die Leute zusammenzuführen und die Völker zusammenzuführen. Es ist kein Platz für geistigen Separatismus, Grenzen, Mauern, Friedensmüdigkeit. Es gibt so viele Beispiele in der Geschichte, wo das Aufbauen von Karrieren, von Wirtschaftsaktionen dann letztlich in einer Katastrophe geändert hat. Es gab eine Zeit, wo übrigens Russisch eine der 10 offiziellen Parlamentssprachen in diesem Hohen Haus gewesen ist, als Österreich einen Wirtschaftskrieg, einen sogenannten Schweinekrieg mit Serbien geführt hat, zwischen 1906 und 1909. All diese Dinge haben letztlich zu einer großen Katastrophe geführt. Und ich glaube, es ist nicht die Aufgabe des Politikers, überall zu strafen, weil hinter dieser Sanktionspolitik steht die Mentalität, ich bin gut, ich strafe, daher bin ich gut. Ich strafe, also bin ich. Das ist eine falsche Mentalität. Sie herrscht auch manchmal in unserem Haus, selbstkritisch angemerkt, an, wenn wir Verwaltungsstrafen aussprechen bei Dingen, um die Leute zu erziehen. Dieses Ich strafe, also bin ich gut, ist der falsche Weg. Und er ist auch international falsch, meine Damen und Herren. Und er kann in die falsche Richtung führen. Gerade Österreich, das als kleine offene Volkswirtschaft allein nicht lebensfähig wäre. Überlegen Sie sich, was nach dem Ersten Weltkrieg gewesen ist, wie sehr man an der Lebensfähigkeit dieses Landes gezweifelt hat. Und heute als kleine offene Volkswirtschaft geht es insgesamt in der gesamten Welt relativ sehr gut. Es ist kein Platz für Isolationismus, kein Platz für Merkantilismus, kein Platz für Protektionismus, meine Damen und Herren. Wie gesagt, es ist Aufgabe der Politik, den Menschen diese Angst zu nehmen. Politik sollte nicht auf Basis von völkertrennenden Emotionen betrieben werden. Antieuropäische, antiamerikanische, antirussische Emotionen sind fehl am Platz, wenn wir auch durch Handel den Frieden befördern wollen. Handel
vermehrt den Wohlstand und bringt Frieden. Diese beiden Punkte sollten wir in dieser Diskussion nicht aus den Augen verlieren. Dankeschön. Argumentiert Georg Vetter.